Hallo, ich bin Nils Wölker, bin Jazz-Trompeter und Komponist. Mein neues Album heißt Just Here, Just Now. Der Titel Just Here, Just Now beschreibt für mich zum einen den Idealzustand des Musikmachens, nämlich einfach nur im Moment da zu sein, ganz in dem Moment des Musikmachens aufzugehen und darüber hinaus aber auch ein Lebensgefühl. Meine Musik war sicherlich immer schon sehr melodisch, aber diesmal habe ich mir eben ganz besonders einfach so das Motto gesetzt, Tiefe in Einfachheit. Also ich wollte einfach wirklich sehen, wie weit komme ich darin, instrumentale Songs zu schreiben, denn das ist eigentlich letztendlich das, was ich machen möchte. Ich habe das ganz oft, dass Leute bei meiner Musik, obwohl es ja instrumental ist, von Songs reden und sehe mich auf eine Art auch als instrumentaler Songwriter. Das letzte Album Six war sehr, sehr rockig. Wir waren damit auch live sehr viel unterwegs, 2,5 Jahre lang, hat auch viel Spaß gemacht. Aber ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich in meiner Musik einfach wieder mehr Raum schaffen wollte. Zum einen mehr Raum für meinen Sound auf meinem Instrument, auf der Trompete und auf dem Flügelhorn. Vielleicht auch wieder mehr Raum den Melodien geben wollte. Und das hat dann eigentlich auch das Instrumentarium wieder diktiert. Eigene Musik zu schreiben spielt für mich einfach eine sehr große Rolle. Es geht mir auch genauso, ich höre am liebsten auch von anderen Leuten Originals. Und das heißt nicht, dass man nicht irgendwie Spaß dran haben kann, Sachen zu covern. Und ab und zu mache ich es auch. Im Duo mit Arne habe ich es gemacht, haben wir zum Beispiel Black Hole Sun gespielt von Soundgarden. Aber ich finde, in der Musikgeschichte ist schon 1000-mal bewiesen worden, seit 60 Jahren, dass man alles als irgendwie in jeglicher Form spielen kann. Wichtigere Sache ist für mich eigentlich, Musik zu schreiben. Inspirationsquelle für meine Musik ist eigentlich, ich würde sagen, mein gesamtes Leben. Aber ich kann das immer gar nicht so hinterher so trennen. Also ich kann nicht irgendwie sagen, das Erlebnis hat mich zu dem Song inspiriert, sondern irgendwie ist das dann doch immer noch mal alles dreimal in mir katalysiert, bevor es dann zu einem Stück Musik wird. In Bergen unterwegs zu sein und zu klettern ist für mich eine große Inspirationsquelle und auch ein guter Ausgleich zum Musik machen. Ich kann mich da körperlich wahnsinnig anstrengen und den Kopf sich erholen lassen. Es gibt allerdings eine Parallele, also für mich so der Idealzustand beim Klettern ist eben ganz im Moment zu sein, was meistens auch zwingend erforderlich ist und das ist eigentlich auch so der Idealzustand beim Musikmachen, insofern gibt es ja schon eine Parallele. Das Album ist jetzt fertig, der nächste Schritt ist dann natürlich, die Musik auf die Bühne zu bringen, live zu spielen, macht immer einen unglaublichen Spaß. Man kriegt halt ein direktes Feedback auch vom Publikum und die Musik verändert sich auch immer, wenn man sie live spielt. Und das ist immer spannend zu sehen und diesmal sicherlich besonders, weil die Band ja auch neu ist in der Zusammensetzung. Mhm.